Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 2. Im letzten Part sind wir einen neuen Bereich vorgestoßen und erkunden den jetzt mal ein bisschen genauer. Los geht's! Weil hier sind wir im Grunde fertig, jetzt geht's in die Kanalisation. Und wir haben, glaube ich, eine Begleiterin dazu bekommen. Ada. Die wird uns jetzt ein Stückchen auf unserem Weg durch die Kanalisation begleiten. Ja, da unten steht sie und wartet schon auf uns. Und wir gehen jetzt mal rein in die grüne Brühe der Kanalisation, in diesen kleinen Gang hier. Damit sind wir in der Kanalisation. Es wird ziemlich dunkel. Was hat er gesagt? Ja, es zieht ziemlich kalt. Deshalb muss irgendwo ein Luftzug sein. Ist wahrscheinlich. Ah, und hier finden wir blaue Kräuter. Gut, brauchen wir jetzt nicht. Unbedingt. Werde nicht mehr aber merken, dass wir welche stehen. Im Fall der Fälle. Und noch ein Speicherraum. Ja, hätte ich ja auch hier gehen. Letzten Endes hier hingehen können. Letzten Part. Was haben wir hier? Farbband? Ja, das können wir auch ganz gut gebrauchen. Das legen wir erstmal rein. Und ja, was gibt's sonst so zu sagen? Ich komme gerade vom Japan-Tag. Bin jetzt wieder quasi zu Hause. Und ja. Jetzt gibt's für euch erstmal wieder einen neuen Part von Resident Evil 2. So, nehmen wir es mal auf. Fax des Clearwerk Managers. Belegungsliste für die angeschlossene Einrichtung. An jeweils erhalten ersten und dritten Mittwoch jeden Monats wird die Wartungschefin Angelina Market die Einrichtung benutzen. Achten Sie darauf, den Feuchtigkeitsgehalt der Luft zu senken, indem Sie die Ventilatoren einschalten. Denn die Ausrüstung, die sie benutzt, ist sehr empfindlich gegen Wasserdampf. Am 29. des Monats, jedes Monats, wird der Chemie-Spediteur Don Weller die Einrichtung benutzen. Die Chemikalien, die er transportiert, sind extrem flüchtig. Daher sollten sie auch mit extremer Vorsicht während des ganzen Transports behandelt werden. Am 6. und 16. jedes Monats besucht der Polizeichef Brian Adams die Einrichtung, um an regelmäßigen Treffen teilzunehmen, die in den Labors stattfinden. Am 4. Freitag jedes zweiten Monats wird William Broken in der Einrichtung ein Trainingsseminar für die Chicagoer Außenstelle von Umbrella Corporation einrichten. Da die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf Dr. Broken sehr hoch sein wird, ergreifen sie alle endlich Maßnahmen zum Schutz seines Lebens. Über die allen anderen Möglichkeiten, Besucher aus jeweiligen Ankunftszeiten werden die rechtzeitig unterrichten bringen. Blablabla. Sieht diese Personen sicher. Bringen Sie diese Person sicher an Ihren Zielort. Wir erwarten von Ihnen, wie immer, nur das Beste. Charles Kormann, Stabssekretär, Umbrella Hauptquartier. Ja, das könnte der G-Virus sein, diese extrem flüchtigen Chemikalien. Genau weiß ich jetzt gerade nicht. So, hier. Scheint auch nichts weiter zu sein. Aber ich glaube, dass sich hier in dem Schrank noch was verbirgen wird. Ja. Da kommt was zum Vorschein. Okay, Tür zum Lagerraum. Mal sehen, was wir schon finden. Vielleicht ein paar nützliche Items für uns. So, ja, erstmal sehen wir hier nichts. Na, vielleicht erstmal ein bisschen Licht in die Sache bringen. So, ist schon besser. Und da haben wir auch schon was. Nimm's auf. Magnum-Patronen. Okay, das können wir schon mal sehr gut gebrauchen. Hier ist auch kein Licht. Normal das Ganze. Was soll das jetzt? War das jetzt irgendwie
Ein Bug oder so? Das war ja komisch. War das jetzt irgendwie ein Grafikfehler oder was soll das gewesen sein? Das verstehe ich gerade nicht. Vielleicht ein Glitch oder ein Bug? Keine Ahnung. Gut, hier haben wir erstmal alles. Gehen wir erstmal wieder rauf. Okay, und es kann weitergehen. Ich habe nur kurz was aus dem Weg geschoben, was mir gerade im Weg war. Zum Beispiel Skype oder ICQ. Aber gut, ja. Gehen wir mal weiter. Ich denke mal, da drüben geht's lang. Abwärts. I have to talk to her. Nein, Leon! Das ging jetzt verdammt schnell. So, wir übernehmen wieder mit Ada die Rolle. Und folgen mal ganz schnell dieser mysteriösen Frau. So. Wir sehen auch schon gleich, wo sie hingeflohen ist. Und ich höre auch schon, hier sind Spinnen im Raum. Das gefällt mir gerade nicht so. Schnell dadurch. So, auch hier werde ich von lästigen Insekten belagert, die schon von oben runterkommen. Deswegen einfach ganz schnell durchrennen. Cutscene. Identify yourself. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus, William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... Precisely. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. This way. It's sheer perfection. My precious G-Virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. Hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out.
Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-virus into his own body? The G-virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing? Fire! Fire! You son of a... So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. No. Too bad. So, zu der Cutscene kann ich schon mal was sagen, weil das war eine Schlüsselszene, wie der Virus ausgebrochen ist. Nämlich, falls ihr mal die Ratten da benackt habt, das war eine dieser Schlüsselszenen. Und zwar so ist der Virus nämlich ausgebrochen, er ist in der Stadt. Also richtig in der Stadt ausgebrochen. Und dieses Ding, was uns da verfolgt hat, das war, ja, Weyland Birkin, wie ihr gerade gesehen habt. Es gibt in der ganzen Sache noch eine dritte Person, aber die werdet ihr in meinem zweiten Teil des Let's Plays mit Claire dann noch sehen. Wir gehen erstmal hier runter und folgen der komischen Frau. Leon kommt wieder zu sich und wir folgen jetzt auch dem ganzen Geschehen. Schnell hinterher. So, die Ventilatoren sind an, das heißt, jetzt kommen wir nicht dadurch. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. So, schön weg von den Spinnen. Die sind giftig für uns. Ah, noch mehr Spinnen. Gut, hier war nix. Auf da. Schnell. Schnell raus hier. Puh. Okay, hier schon mal blaues Kraut, falls wir vergiftet. Falls es uns vergiftet hätte. Und jetzt benutze ich mal meinen Ventilgriff.
wir noch. Und jetzt können wir nämlich hier rüber. Und ich glaube, gleich müsste so eine Art Zwischenboss kommen. Der aber im Grunde relativ leicht zu schlagen ist. Da gibt es einen ganz guten Trick, den wir gleich sehen. Ist auch, glaube ich, denke ich mal so vorgesehen, dass man den so macht. Aber erstmal werden wir hier. Ach nee, wenn wir nicht. Der ist, glaube ich, zu einfach. Und ich glaube, das Spiel schon so oft durch. Ich denke mal, den werde ich jetzt auch schaffen. Merken. Hier ist das Teil. Dann später. Hochdruckgastank. Ja. Oh, jetzt kommt das Vieh. Ada! Ein Riesenkrokodil. So, und jetzt wenden wir unseren Trick an. Erstmal laufen wir vor dem Vieh weg. Ach, du bist aber ganz schön schnell, für das du ein Krokodil bist. Ja, komm, friss das Teil. Jetzt frisst es das Ding. Und BAM! Da hat es dem Vieh voll die Birne weggeballert. So, jetzt können wir nämlich auch zur Ada. Ja, erstmal aufmachen. Ein Müllgebiet sein oder so. Hier ist nichts. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. That's two I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Okay, gut, wie du meinst. Aber vorher lag hier oben noch was, das werde ich erstmal noch mitnehmen. Ach nee, hier kommen wir jetzt nicht hin. Und pff, ja, bin ich jetzt umsonst hier hochgelatscht. Okay, dann komm mal mit. Hier hinten war ja noch eine Schreibmaschine. Da müsste ich jetzt auch speichern können.